Ja, vielleicht steht ihr jetzt auch gerade vor der Situation, dass ihr ein junges Pferd habt oder ein neues Pferd, das noch ein bisschen was lernen muss in Bezug auf das Gelände. Vielleicht wollt ihr selber auch sicherer werden in Bezug auf Geländesituationen. Und dafür kann man natürlich nicht immer weite Strecken fahren, um neues Gelände kennenzulernen. Und dafür bieten sich Extreme Trails an. Die Leute, die aus der Western-Szene kommen, die kennen das schon. Ich komme aus der englischen Reiterei und kannte das noch gar nicht und finde, das ist eine ideale Sache, in kleinem Rahmen dem Pferd ganz viele unterschiedliche Situationen zu zeigen. Und nicht nur das Pferd wird sicherer, sondern man selber wird auch sicherer, weil man selber merkt, welche Situationen man gut mit dem Pferd bewältigen kann. Das ist also eine ganz tolle Sache, um ein Wanderreitpferd auszubilden. Und in diesem Video zeige ich euch ein paar Eindrücke, wie wir das gemacht haben, Auri und ich. Und unten in die Kommentare schreibe ich euch rein, wo ihr weiterführende Informationen bekommt. Den einen oder anderen Link auch von den beiden Trails, die ich besucht habe. Und auch den Link zu einem Blogbeitrag, wo ich berichtet habe, wie das für mich war, das erste Mal sowas zu machen. Das ist nämlich ein bisschen was anderes, als wenn man das so macht, wie man das schon seit 30 Jahren gemacht hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich als Flachland-Tirolerin, wie man immer so schön sagt, bin hier also im ganz platten Land. Ich zeige euch das auch mal, wie das so bei uns normalerweise aussieht. So, wir haben zwar schöne weite Wiesen und Flächen und können manchmal auch sehr weit schauen, aber die Folge ist, dass wir eigentlich relativ einfaches Gelände für die Pferde haben. Breite Sandwege, natürlich haben wir auch Verkehr und schon sowas, aber wir haben keine Hügel. Nichts Steiniges, nichts, wo die Pferde mal krabbeln müssen. Und dafür bin ich dann auf eine Sache gestoßen, die ich total ideal finde, und zwar Extreme Trails. Und ich habe Glück gehabt, bei meinem ehemaligen Reitverein ist sowas errichtet worden und da habe ich auch meinen ersten Kurs gemacht. Mein erster Kurs war für mich eine Herausforderung, weil ich bisher noch keine Bodenarbeit in dem Sinne mit meinem Pferd gemacht habe. Also das geht an der Hand, das geht überall rüber, aber mit Knotenhalfter arbeiten und dass das Pferd dann, oder dass man auf Schulterhöhe geht und das Pferd nicht am Kopf, an deiner Schulter mit dem Kopf ist, zum Beispiel bei dieser Arbeit, das war doch eine Herausforderung. Dazu habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben auf meiner pferdefrauen.de Seite, das könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, und jetzt zeige ich euch in ein paar Fotos und Videoausschnitten, was wir alles gelernt haben fürs Wanderreiten auf so einem Extreme Trail. Hier seht ihr uns bei einem Extreme Trail beim Reitverein Stade. Da war Auri auch 5, das ist im Frühjahr gewesen. Ich habe es auch schon mal 4-jährig mit ihr gemacht, da habe ich aber leider keine Bilder davon. Und wir haben das zunächst hier nur an der Hand gemacht, damit sie es kennenlernt. Also schmale Bretterstege bewältigen, bergauf, bergab, rückwärts gehen an engen Stellen, das gehört dazu. Und die Imke aus dem Reitverein Stade, die da diesen Platz auch mit verwaltet und ihr Mann baut da die ganzen Hindernisse, die hat mir 1-2 Videos vom Turnier zur Verfügung gestellt mit ihrem Pferd. Da sieht man, dass dort wirklich man auf diesen ganz schmalen Holzstegen unterwegs ist. Oder hier geht es einen Berg hinauf und dann so ein bisschen bergab über diese Holzplanken, das sind im Prinzip Baumstämme, die da so schmal nebeneinander gelegt sind. Das ist also auch nicht so ein ganz ebener Untergrund. Und hier sieht man ganz schön, worauf es ankommt, dass die Pferde wirklich immer wieder anhalten, warten und nicht übereilt aus solchen Situationen herauslaufen. Das ist nachher auch sehr wichtig, wenn ihr am Wanderritt unterwegs seid und irgendeine schwierige Situation habt, dass ihr das Pferd steuern könnt, dass es nicht in Panik gerät, weil irgendwas unheimlich ist und dann ins Laufen kommt oder wegspringt oder hier zur Seite runterspringt oder sowas. Und man sieht ganz gut, dass man hier eben auch so ein bisschen bergauf und bergab trainieren kann. Das zeige ich euch gleich nochmal in einem Video, das ich am Heidehorst Trail gemacht habe. Das hier ist ein Knisterbett oder ja, da wird auch drüber geritten. Das trainiert natürlich auch so ein bisschen die Pferde, dass sie hingucken. Oder hier kann man das Wasser durchreiten üben oder auch das Durchführen.
Und hier sind wir jetzt schon in der Heide, am Heidehorse Trail. Und hier mache ich das zuerst auch an der Hand. Und ihr seht auch hier, geht es sehr langsam vonstatten, dass das Pferd immer mal wieder wartet, guckt und das sehr besonnen macht. Und am Heidehorse Trail, da hat man auch sehr viele Möglichkeiten, Trepp auf und Trepp ab zu trainieren. Das ist auch eine gute Sache, ja, weil wir, wie gesagt, hier bei uns keine Berge haben. Das ist eine Wippe. Und das Rauf ist nicht so schwierig, aber nach dem Mittelpunkt, zack, geht es runter und das ist für die Pferde dann manchmal ein bisschen unheimlich. Und hier seht ihr auch auf so einer ganz schmalen Bretter, auf einem schmalen Brettersteg. Und das sieht so ganz leicht aus, aber für die Pferde ist es natürlich ganz einfach, einen Schritt zur Seite machen und darunter zu gehen. Und das machen auch einige. Das ist eine Hängebrücke. Die hier ist noch relativ einfach. In Stade gibt es eine, die ist sehr hoch aufgebaut, die ist viel schwieriger. Aber das hier ist relativ einfach zu bewältigen für die Pferde. So, jetzt sitze ich auf dem Pferd. Und hier sieht man, dass Auri das ein bisschen blöd findet, dass sie immer anhalten muss. Sie möchte hier jetzt gerne rüber und gut ist, aber sie soll eigentlich in jedem Viereck einmal warten, alle Füße raufstellen und dann das nächste nehmen. Und gegen das Parieren wehrt sie sich immer so ein bisschen. Aber letztendlich, ja, gibt sie dann klein bei sozusagen. Und da reite ich einmal auch über Stufen hoch und biege dann hier ab. Und hier geht es dann über so Steinstufen wieder herunter. Und das herunter ist immer ein bisschen schwieriger als das rauf. Das rauf ist also völlig unkompliziert, wenigstens in meiner Wahrnehmung. Und das runter, da gucken die Pferde dann immer noch mal so ein bisschen. Jetzt geht es weiter über die Hängebrücke. Da reite ich einmal erstmal quer rüber, weil das ja so ein bisschen beweglich alles ist. Davor ist auch noch mal so ein Schotterbett, also anderer Untergrund. Aber da seht ihr, dass Auri da also überhaupt nicht mit dem Ohr wackelt und einfach weiter drüber geht. So, und jetzt geht es auch noch mal einmal längs rüber. Schön ist, dass man sieht, wie die Pferde auch so ein bisschen tasten. Und jetzt reiten wir hier auch noch mal über ein paar Stufen hoch. Hier kommt gleich noch mal so ein steiniges Bett. Da halten wir gleich noch mal einmal kurz an, weil das auch wieder so eine viereckige Geschichte ist, die schön begrenzt ist. Dann geht es weiter. Man hat hier auch ein schönes Flussbett noch mit großen Steinen, wo die Pferde sich auch noch durchwühlen können. Und was man hier jetzt leider nicht so gut sieht, da vorne geht es runter, das sieht sehr moderat aus, sind aber drei sehr steile und schmale Stufen. Also da muss das Pferd sich schon sortieren, dass es dann genau die Stufe trifft und auch das Hinterbein. Und da muss sie vorne schon mit den nächsten Beinen wieder unten sein, das kriegt sie aber gut hin. Und hier auch nochmal dieser ganz schmale Steg, diesmal von der schmalen Seite geritten. Und da läuft sie auch ganz super rüber.